Elektromobilität, Elektroautos, geile Sache. Tolle Autos, macht echt Spaß, die zu fahren, aber man hat die Kunden vergessen. Und das ist die These des Tages Nummer 2. Wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine, bleibt einfach dran, denn nach dem Intro geht's weiter. Ja, als wir gestern hier nachmittags mit unserem Toyota Prius im Urlaub unterwegs waren, dachte ich so, Mann, was für eine tolle Sache das doch für ein Auto ist. Wir sind hier über die Insel gefahren und konnten Kilometer um Kilometer im elektrischen Modus zurücklegen, obwohl das ist gar kein Elektroauto. Ja, wie ist das jetzt eigentlich? Wir haben super Elektroautos auf dem Markt, die Elektromobilität nimmt dann Fahrt auf. Aber irgendwie, wenn man sich so die Zulassungszahlen anguckt, so richtig dolle ist das nicht. Ich weiß, dass das natürlich auch daran liegt, dass die Hersteller nicht liefern können. Aber liegt es nicht vielleicht doch auch ein bisschen daran, dass man den Kunden nicht mitgenommen hat? Gucken wir doch einfach mal auf die Zulassungszahlen von Toyota. Toyota hat im letzten Geschäftsjahr in Westeuropa über 500.000 Autos verkauft. Und davon waren über 60% Fahrzeuge mit Hybridantrieb. Das sind alles Leute, die sicherlich vielleicht auch für die Elektromobilität sich interessieren und möglicherweise zu dem Hybrid gegriffen haben, weil sie gesagt haben, Mann, ey, ich kann zu Hause nicht laden, mir ist das alles zu unsicher, ich habe mir so viele Videos darüber angeguckt und klappt das überhaupt? Und ich habe keine Ladestation bei mir zu Hause in der Tiefgarage, ich habe keine Ladestation auf der Straße, wo soll ich denn laden? Mit dem Hybrid hat man all diese Probleme nicht. Man kann fahren, wie man möchte, wie man das gewohnt ist. Es ändert sich überhaupt nichts, außer dass man wesentlich weniger Benzin verbraucht. Das heißt also wirklich wesentlich umweltfreundlicher unterwegs ist, weniger CO2 erzeugt. Und man kann erstaunlich weite und viele Strecken im elektrischen Modus zurücklegen. Und ich glaube, dass das eine Menge Leute einfach überzeugt, die sagen, ja, E-Mobilität, coole Sache. Aber naja, das mit dem Laden, das ist eben irgendwie alles noch nicht so die Sache. Und den greifen die eben einfach zum Hybrid, weil damit haben sie keine Probleme. Und möglicherweise haben wir tatsächlich die Kunden vergessen. Denn wenn man sich mal anschaut, wie viele Elektrofahrzeuge im Moment zugelassen werden, lassen wir mal die Produktionsprobleme außer Acht, dann sind das ja homöopathische Mengen. Dann sind das echt homöopathische Dosen. Und die allermeisten Leute, die greifen halt immer noch zum Verbrenner. Aber wenn die zum Hybrid greifen, dann haben die sich vielleicht was dabei gedacht. Oder die werden gerade durch den Hybrid einfach mal angefixt zum Elektroauto. Ja, denn wer so einen Hybriden fährt und immer wieder mal merkt, wie klasse das ist, im Elektromodus zu fahren, leise, ihr wisst das alles, wie klasse das ist, dann wollen die vielleicht eines Tages mehr. Und möglicherweise, und das ist genau die These des Tages, wäre es sinnvoll gewesen, doch vielleicht verstärkt zuerst auf die Hybriden zu setzen, auf die Vollhybriden. Vielleicht auch auf die Plug-in-Hybriden und dann erst auf die reinen Elektrofahrzeuge. Tja, was meint ihr zu der These? Abonniert dieses Video, kommentiert kräftig mit. Ich bin echt gespannt auf eure Meinungen dazu. Das war's von mir. Ich bin Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg, im Moment in Dänemark im Urlaub unterwegs und habe ganz viel im Kopf, was ich euch noch mitteilen möchte. Das war's erstmal für heute. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video.